Hey Freunde, was geht ab? Heute spielen wir Pickers Zeit. Würdest du lieber 100 Millionen Dollar gewinnen und das Leben, das du jetzt hast, oder zurück in die Zeit gehen und dein Leben von einem Punkt deiner Wahl aus zu beginnen? Also da würde ich, glaube ich, lieber in die Vergangenheit reisen. Ich glaube, das finde ich cooler. Und die anderen, die wollen jetzt lieber Geld haben, aber viel mehr sagen das, was ich sage, Freunde. Und ich greife die jetzt an. Wir müssen nämlich immer das andere Team angreifen. Wir machen hier Teams und Freunde, ich habe eine richtig heftige Waffe. Und das rote Team, das wird jetzt angegriffen, liebe Freunde. Wenn ich aber nicht weiter weiß, dann werde ich immer ins rote Team gehen, weil ich bin in der Babu-Bande und meine Farbe ist die rote Farbe. Was wird wohl die nächste Frage sein? Und sei die beliebteste Person in der Schule oder sei die klügste Person in der Schule? Ich glaube, man hat nicht so viel davon, der ganz Schlauste zu sein. Da wäre ich, glaube ich, lieber der beliebteste. Also natürlich ist man dann richtig schlau, aber man kann ja auch normal schlauer sein und dann einfach sehr beliebt. Ich glaube, das finde ich ein bisschen besser. Ich bin gespannt. Ich glaube, die allermeisten sind auf meiner Seite. Oha! Nein! Die sind auf der anderen Seite! Das heißt Attacke! Grüße gehen raus an jeden, der sich hier selber gerade im Video sieht. Weil ich habe nämlich auf meinem Discord-Server gerade gesagt, dass die Leute mit mir spielen können, indem die sich einfach nachjoinen können. Und die sind alle auf meinem Discord-Server. Link in der Videobeschreibung. Dann kannst du auch mal im Video dabei sein. Und Freunde, warum sehe ich eigentlich aus wie ein Noob, ey? Was ist da los? Okay, die nächste Frage ist, sei ein männlicher Polizist mit dem Aussehen eines 8 Jahre alten Jungs oder sei ein männlicher Polizist mit einer hohen Stimme? Ich glaube, wenn ich aussehen würde wie ein 8-jähriger Junge, nee. Ich glaube, da würde ich die hohe Stimme nehmen. Das ist doch viel lustiger, oder? Ich glaube, das ist viel lustiger, weil ein Polizist muss ja groß und stark sein, um die ganzen Räuber alle festzunehmen. Und deswegen ist, glaube ich, das wichtig, dass die groß und stark sind. Und deswegen greife ich jetzt alle an. Ey, Attacke, Attacke. Wissen die überhaupt, wer ich jetzt bin? Weil ich habe jetzt auf einmal irgendwie einen anderen Skin hier, weil Roblox irgendwie Faxen macht. Okay, Angriff, 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 Angriff. Ich bin schon wieder tot. Warum bin ich schon wieder tot? Aber ich habe meinen Skin wieder zurück. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Guck mal, wie viel Geld ich habe. Vielleicht kann ich mir eine Special Round holen. Oh, ich bin da jetzt einfach raufgegangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt direkt funktioniert hat. Trage ein schwarzes T-Shirt oder trage ein weißes T-Shirt, Freunde. Da bin ich ehrlich. Ich trage weiße T-Shirts. Ich trage weiße T-Shirts, weil schwarz steht mir irgendwie nicht so gut. Deswegen trage ich oft weiße T-Shirts tatsächlich. Passt auch viel besser zu der Babu-Bande hier. Rot-Weiß. Finde ich passt besser als rot-schwarz. Und ja, die meisten sind auf meiner Seite, Freunde. Bist du auch auf meiner Seite? Ich habe hier auf jeden Fall einen Mega-Hammer. Wow, die hat aber jeder. Attacke, ey. Attacke. Attacke. Let's go. Ich drücke hier aber meine Maus. Da passiert nichts. Ey, warum das denn nicht? Q, besondere Fähigkeit. Und muss ich Y drücken? Oder Q? Oder Z? Oder was? Ich habe keine Ahnung. Also, die nächste Frage ist, Brille tragen oder Kontaktlinse tragen, Freunde? Ich habe eine Brille. Damals, als ich noch keine Brille hatte, habe ich mich immer gefragt, warum die Leute keine Kontaktlinsen tragen. Und ich denke einfach, dass das einfach viel zu, ja, aufwendig ist. So eine Brille kannst du dir einfach aufziehen und dann hast du deine Brille. Aber bei einer Kontaktlinse sieht man das natürlich nicht. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Aber hier sagen auch die meisten Brille, Freunde. Mein Roblox-Avatar hat eine Brille und ich habe in echt auch eine Brille. Und jetzt gehen wir hier auf Angriff. Let's go. Ich muss mal gleich gucken, ob ich so eine Special-Runde machen kann. So eine Runde, wo ich selber die Fragen stellen kann. Das kann ich aber erst machen, wenn ich tot bin. Aber ich will nicht sterben, Freunde. Ich greife hier die Leute an. Vielleicht kriege ich das ja auch mal hin, jemanden zu killen. Ich habe jemanden gekillt. Oh mein Gott. Ah, ich bin auch selber gekillt worden. Let's go. Na, schade. Was ist das hier? Benutzerdefinierten Seite. Das kostet nur 100. Hashtag Barpo. Das mache ich gleich, Freunde. Oder mache ich das jetzt? Malen Sie ein Bild oder schreibe ein Buch. Ich glaube, da würde ich ein Bild malen, Freunde. Ganz ehrlich, da würde ich ein Bild malen, bin ich auch viel schneller von ab. Also, meine eigene Frage. Habe ich jetzt... Oh, ich kann meine Frage gar nicht stellen. Level 8 oder mehr benötigt. Oh mein Gott. Die sagen, schreibe ein Buch? Das ist ja lost. Das dauert doch voll lange. Okay, ich versuche sie ran. Ey, ich habe mit Lena zusammengearbeitet und wir haben den rangezogen. Voll gut. Welches Level bin ich denn? Oh, ich bin Level 6. Vielleicht kann ich nachher noch mal eine Frage stellen. Vielleicht level ich jetzt hier ab. Die nächste Frage ist, verbringe ein Jahr allein in einer Raumstation oder verbringe ein Jahr allein in einem Tiefsee-U-Boot? Freunde, was habe ich davon, in einem U-Boot zu sein? Das ist ja irgendwie ganz normal. Da wäre ich doch lieber alleine im Weltraum. Da kann ich wenigstens so rumschweben, oder? Ist doch viel geiler, oder nicht? Im Weltraum als in einem U-Boot. Ich meine, alleine die ganze Zeit zu sein ist ätzend. Aber irgendwo im Weltraum. Ja, komm, los. Drei Leute gehen den Rest der Babu-Bande. Attacke. Angriff. Ich greife die Pepsi an.
greife sie an. Wenn ich es jetzt schaffe zu sterben, bin ich echt schlecht. Wenn ich es jetzt schaffe zu sterben, bin ich sowas von schlecht. Angriff, 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 komm! Wir müssen die Pepsi angreifen. Attacke! Ey, sie haut ab! Ich bin tot! Ich bin gestorben gegen drei Leute! Wie schlecht! Wie schlecht! Oh, die nächste Frage ist schon da. Hab einen ruhigen, emotionalen Freund oder Freundin? Hab einen lauten, ehrlichen Freund. Ja, ehrlich muss man ja sein. Ehrlich muss man ja eh sein. Also ehrlich muss man, wenn hier ehrlich steht, dann ist die andere Seite ja unehrlich. Und deswegen nehme ich die blaue Seite, obwohl ich die andere Seite ruhig schon besser finde. Aber hier 50-50, glaube ich. Let's go, Freunde, let's go. Angriff! Angriff auf die Papo-Bande. Oh, das ist der, der mich schon gekillt hat. Ey, die greifen mich schon wieder an. Die greifen mich schon wieder an. Komm, ich greife ihn auch an. Angriff, Angriff. Ich bin tot. Jetzt geht's aber weiter. Sei in der Lage, zu fliegen, aber du hast Angst vor Höhe. Sei in der Lage, Gedanken zu lesen, aber du bekommst nach dem Gebrauch wirklich schwere Kopfschmerzen. Ey, da würde ich lieber fliegen und Angst haben. Ich würde nämlich trotzdem fliegen. Auch wenn ich Angst habe, ich würde trotzdem fliegen, ganz ehrlich. Gedanken lesen, weiß ich gar nicht, ob ich das so machen möchte. Und außerdem kriegt man dann voll die Kopfschmerzen. Und die hat man nur Angst. Also da, yo, da sind alle auf meiner Seite. Das ist auch viel besser als Kopfschmerzen, einfach nur Angst zu haben. Das ist viel besser. Okay, Angriff, Angriff, Angriff. Komm, wir haben Nina gekillt. Let's go. Und jetzt kommt die Pepsi da hinten. Pepsi, Pepsi, Angriff. Angriff auf die Pepsi. Angriff auf die Pepsi. Attacke, Attacke. Die hat nicht mehr viel Leben. Die Pepsi hat nicht mehr viel Leben. Da vorne ist sie. Komm. Ey, ey, die Pepsi hat jemanden umgebracht. Warum ist sie schneller als die anderen? Und ich hole sie ein, ich hole sie ein. Und sie ist umgebracht worden. Die Pepsi ist tot. Let's go. Und jetzt kommt, sei unsterblich auf einem sterblichen Planeten. Sei sterblich auf einem unsterblichen Planet. Ja, was würde man lieber, selber unsterblich sein oder allen anderen die Unsterblichkeit geben? Also eigentlich würde ich sagen, ich finde das sehr cool, wenn ich unsterblich wäre so. Aber wenn alle anderen dadurch sterblich wären, dann finde ich das natürlich nicht so cool. Deswegen würde ich dann eher selber darauf verzichten, damit alle anderen das haben. Und oha, 50-50. Jetzt ist Angriff angesagt. Jetzt ist Angriff angesagt. Komm, wir kommen. Die Hashtag-Babo-Bande kommt. Und Attacke. Oh, wir sind wieder mit der Pepsi verfeindet. Die ist ein ganz schwerer Gegner. Wir müssen angreifen. Wir müssen angreifen. Ich bin tot. Was? Ich bin gestorben. Lebe, bis du 40 bist in Reichtum. Lebe, bis du 80 bist in Armut. Freunde, ich glaube, wenn man reich ist, das ist schon cool. Man kann schon richtig viel cooles Zeug machen. Was heißt Reichtum? Aber wenn du 80 bist, ist eine echt schwere Frage. Aber wenn ich jetzt gucke, wie alt ich schon bin, dann würde ich dann doch lieber noch ein paar Jahre länger leben. Und dann lieber in Armut, Freunde. Also, da bin ich noch lieber hier. Und ich glaube, es sind ein paar mehr auch auf meiner Seite. Aber wir greifen an, Freunde. Wir greifen an. Wir lassen natürlich nicht zurück, Freunde. Und ich bin tot. Jetzt ist die Frage, werde entsorgt oder jemanden abladen? Hä? Ich weiß nicht, was ich wählen soll, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe gesagt, wenn ich keine Ahnung habe, dann gehe ich auf die rote Seite, Freunde. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Deswegen nehme ich rot. Okay, und da... Ich bin mit der Pepsi diesmal auf einer Seite. Und jetzt greifen wir die anderen mal an. Komm hier, Attacke, Attacke. Ich glaube, ich bin Hauptziel von einigen, Freunde. Bin nämlich schon wieder tot. Okay, und die nächste Frage ist... Lass dein Versteck an der Seite einer Klippe sein oder lass dein Versteck unter Wasser sein. Ich glaube, unter Wasser finde ich cooler. Ich glaube, unter Wasser finde ich cooler, Freunde. An einer Klippe ist auch nicht schlecht, aber unter Wasser, wenn das so eine Glaskuppel ist, dann kannst du voll ins Meer reinschauen und so. Am besten vielleicht irgendwie türkises Wasser. Oh, yo, alle gegen ein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mal schauen, wie viele er killt. Mal schauen, wie schnell wir ihn killen. Man darf ihn nicht nur hinterherlaufen, man muss ihn auch versuchen, den Weg abzuschneiden. Let's go, let's go. Er ist aber schneller als die anderen. Warum ist er schneller als die anderen? Okay, wir greifen an, wir greifen an, wir greifen an. Und ich habe ihn, glaube ich, gehittet. Und Attacke, Attacke. Jo, alle gegen ein und er überlebt, oder was? Das müssen wir nochmal üben, Babo-Bande. Das müssen wir nochmal üben. Oh mein Gott. Attacke, jetzt aber. Oh Mann, er hat überlebt, ey. Er hat überlebt, oh mein Gott. Jetzt kommt die letzte Frage, liebe Freunde. Jetzt kommt die letzte Frage. Was ist die letzte Frage? Von Piraten auf See gefangen genommen werden? Oder lass dich von einem wilden Stamm in den Dschungel gefangen nehmen? Ganz ehrlich, da bin ich bei den Piraten. Ey, ich bin selber Bandit. Ich bin in der Hashtag-Babo-Bande. Wir sind alle Banditen. Also dann doch lieber bei den Piratenbanden. Bei der Piratenbande. Die Piratenbande gegen die Babo-Bande, Freunde. So sieht's aus. Piratenbande gegen Babo-Bande. Und wir machen die anderen fertig, Freunde. Wir machen die anderen fertig. Let's go. Angriff. Ja, hier ist ja gar keiner mehr. Die sind alle hier. Und da ist einer. Da ist ein Blauer. Komm. Den haben wir erledigt, Freunde. Den haben wir erledigt.
Und da vorne sind noch mehr blaue. Hier, Attacke, Svensson und erledigt. Und Freunde, damit ist die Runde zu Ende. Ihr könnt jetzt mal in den Chat schreiben, ob ihr lieber einen Hals im Verhältnis zu einem Brutanosaurus haben wollt oder Arme im Verhältnis zu einem T-Rex, Freunde. Ich sag euch das jetzt nicht vor. Schreibt es in die Kommentare und schaut jetzt auch das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.